Servus Leute, willkommen zu meinem Lesemonat August. Ja, ich habe die Wolfcamp-Reihe mal ein bisschen beiseite gelegt, weil mir ist da eine andere Reihe untergekommen, und zwar ist das das Erbe der Macht. Ja, von dem habe ich den ersten Teil gelesen. Ich blende euch das mal hier ein. Aurafeuer. Und ich habe auch den zweiten Teil gelesen. Essenzstab nennt sich das. Also das Erbe der Macht, Band 2, Essenzstab. Und den dritten Teil, Wechselbalg, heißt der. Den blende ich euch hier mal ein. Um was geht's in diesen, in diesen Büchern? Viel um Magie, um gute Magie, um böse Magie. Der Protagonist, ich denke mal, ich kann Alexander schon als den Protagonisten bezeichnen, auch wenn in den ganzen Büchern das aus der Sichtweise der unterschiedlichsten Leute erzählt wird. Was ich ehrlich gesagt echt cool finde, weil du hast ganz viele parallele Handlungsstränge, die miteinander verschlungen und verwoben sind. Und es muss auch so sein, weil du diese Geschichte gar nicht anders erzählen kannst. Deswegen echt cool gemacht. Um was geht's? Alexander, ich glaube, kennt, lebt in so einem Vorort von London, in mehr so ein Ghetto. Und ihm widerfährt etwas ganz Krasses. Plötzlich empfängt er eine Art magische Macht, die quasi so in ihn strömt. Denn ein Lichtmagier, würde ich ihn mal bezeichnen, ist gestorben. Und wenn das passiert, geht im Prinzip das Leben in so einem Art Aurafeuer auf geht aus dem Körper raus und sucht sich einen anderen Menschen, der würdig ist, eben diese Macht zu empfangen. Und es ist eben Alexander. Somit geht für ihn das Abenteuer los, denn aus dem 0, nichts wird er schon gejagt, denn die dunkle Seite, die Schatten Magier, die sind auf der Jagd nach ihm natürlich, aber das Ganze ist noch viel, viel größer. Wie erzähle ich das, ohne zu viel zu spoilern? Er lernt viele, viele Kollegen kennen, die mit ihm zusammen eine Art magisches Team bilden. Er lernt Unsterbliche kennen, die einen so eine Art hohen Rat bilden. Das sind die lustigsten Leute dabei. Das kann ich vielleicht mal spoilern. Die Jungfrau von Orleo zum Beispiel. Oder so ein Typ wie Albert Einstein. Dieser Albert Einstein, der ist, die Länder da alle kennen und eben auch die böse, dunkle Seite, und das ist wahnsinnig spannend. Ich finde es richtig geil. Ich bin mittlerweile
bis zu dem Buch Wechselbalg vorgedrungen, der dritte Teil. Und bisher finde ich es echt super cool. Es liest sich toll und es ist wahnsinnig spannend. Die ganzen Charaktere finde ich richtig toll. Und stellenweise merkst du, wie tief diese Charaktere wohl noch reichen. Und ich denke, also so von der vom Charakter. Und ich denke mal, da ist noch viel Potenzial drinnen. In den weiteren Teilen, glaube ich, wird es noch besser, noch ein bisschen weiter ausgearbeitet, denke ich. Das ist schon cool, aber es geht wahrscheinlich sogar noch geiler, weil das Potenzial der Geschichte ist echt meine Fresse. Also ich vor allem, du hast so die Guten, toll, du hast die Bösen und du hast dann noch so geheimnisvolle andere Parts, das ist so komische Mönchsorden, der richtig krass unterwegs ist, und dann eine nebulöse Schattenfrau, die scheinbar auch unsterblich ist und irgendwie überall ihre Finger mit im Spiel hat und ja, so die Marionettenspielerin hinter den Kulissen ist. Diese Vielschichtigkeit der Story, die ist echt der Hammer. Also ich bin immer von Kapitel zu Kapitel echt gespannt drauf, was es jetzt wieder für eine Windung und für ein Hindernis gibt, das man wieder zu überwinden, das es zu überwinden gibt. Und das ist schon richtig, richtig toll. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich dazu komme, das zu lesen. Insgesamt gibt es, glaube ich, jetzt von diesem, es ist ja bisher ein E-Book, beziehungsweise es gibt es auch als Hardcover, aber das ist, muss ich dazu sagen, das Hardcover, das beinhaltet die ersten drei Teile der E-Books. Weil die E-Books, ja, sie sind jetzt nicht so ewig lang, aber ich finde es toll, weil du flott vorankommst, so und momentan so die großen, dicken, fetten Kloppe, da komme ich einfach gerade nicht so dazu. Deswegen ist es einfach ideal von der Länge her. Und das deprimiert mich eben nicht so, dass ich jetzt kein so ein riesenlanges Buch gelesen habe. Insgesamt ist dieses eine, diese drei E-Books in dem einen Hardcover dann doch schon wieder ganz ordentlich. Wie gesagt, mir hat es unglaublich gut getaugt. Das ist mein Lesemonat August. Und der Lesemonat September geht hoffentlich auch so weiter, wie der im August aufgehört hat. In diesem Sinne, lest mal wieder was. Ciao.